Alle Sims mit Platzproblemen in ihrer Welt können aufatmen. Die Weltenkarte von Tomorrowland aus Zuvermieten wurde geleakt. Ganz kurz, bei Instant Gaming könnt ihr Zuvermieten für günstigere 34,50 Euro vorbestellen. Link hierzu in der Beschreibung. Gestern Abend gab es sehr überraschend wieder einen großen Leak auf Twitter, der diesmal von Luna Britney stammt. Diese hat nämlich still und heimlich die Weltenkarte des neuen Zuvermieten Erweiterungspacks geteilt, die ihr hier im Hintergrund seht. Die Karte von Tomorrowland wurde vermutlich aus den Spieledateien eines der Sims-Creator, die vorab Zugriff auf das neue Pack haben, extrahiert. Weshalb hier auch die Sicht sehr rausgezoomt aussieht. Ich habe mich mal in Photoshop ausgetobt und den Bildschnitt exakt so zugeschnitten, wie es im Spiel skaliert ist. Und auch versucht, die Grundstücke auf den auffälligen Stellen einzuzeichnen. So wird die Welt dann wahrscheinlich bei euch im Spiel aussehen. Hier kommen wir also auf insgesamt 9 Grundstücke, die diesmal auf 2 verschiedene Regionen verteilt wurden. Besonders auffällig ist, wie viele schmale Grundstücke es diesmal gibt. Diese eignen sich besonders gut zum Bau von Apartments. Wie schon zu erwarten, sind viele der Sehenswürdigkeiten keine echten Grundstücke, sondern gehören zum Teil der Hintergrunddekoration. Hoffentlich wird es hier trotzdem ein paar Interaktionen geben. Als kleiner Wermutstropfen ist die Welt in 2 Regionen und 9 Grundstücken im Vergleich zu den in den vergangenen Erweiterungen etablierten 3 Regionen mit 12 Grundstücken ein wenig kleiner. Spätestens mit dem kommenden Entwicklerstream wissen wir dann, ob die Welt überzeugen kann und ob der Leak sowie die von mir genannten Zahlen auch wirklich alle stimmen. Vermutlich aber schon. Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und haut mir eure Meinung in die Kommentare. Seid ihr auch gespannt, wie die Welt dann mit den bebauten Grundstücken aussehen wird? Also dann, bis zum nächsten Video.